So, wir können. Achtung, viel. Das schönste Haus von Graz, das schwierigste Haus für uns heute, weil es doch sehr beengt ist. Und wo das Klasse dabei ist wieder, wir sind sehr nahe bei den Musikern. Das heißt, man hat, finde ich, das Gefühl, wenn man mit der Kamera sehr dicht am Orchester steht, dass man mitspielt. Achtung, viel. Ist das die zwei drauf? Ich glaube, dass es sicher hilft, wenn man musikalisch ist. Du musst wissen, wann fängt die Phrase an, wann hört die Phrase auf, wann ist eine Tutti-Stelle. Der perfekte Zeitpunkt zum Umschneiden ist nie die 1 oder die 3 oder die 4, sondern immer ein bisschen früher. Das ist ganz entscheidend. Es geht gar nicht anders, man muss früher sein. Und geht. Sehr schön. Da kommt es einfach auf das Bauchgefühl auch viel drauf an. Ne? Du sitzt im Prinzip vor der Regie, hörst den Sound, lass dich einfach von dieser Musik inspirieren und findest deinen ganz persönlichen eigenen Rhythmus. Das macht auch viel aus, wie die Musiker drauf sind. Wie spüren die? Sind die jetzt engagiert? Und du siehst da Lächeln im Gesicht, ne? Dann nimmst du den natürlich auch mit. Und dann bist du auch selber ganz anders vom Feeling her drauf. Das ist für uns ein großes Privileg, dass wir das machen dürfen, was wir gern machen. Und diese positive Energie, die vom Orchester eben zu uns kommt, die gibt uns so viel Kraft, dass wir immer mit einem Lächeln am Abend und wenn der Tag noch so lang gedauert hat, wirklich strahlend den Saal verlassen. Und wenn wir uns wieder treffen beim nächsten Konzert, sind wir immer noch gut drauf und sagen, es war einfach schön und es macht uns einfach Spaß. Das ist der Schluss. Sehr schön.